gehört hat, wenn man selbst ein New verwendet und ein Objekt instanziert, dann macht man schon was falsch. Der hat richtig gehört. Objekte sind toll, aber selbe instanzieren eher nicht. IOC, Inversion of Control, ist das Maß der Dinge, wie man es eigentlich machen soll. Das heißt, alles, was ich brauche, instanziere ich nicht selbst, sondern bekomme ich von irgendwo. Und wie das funktioniert oder wie so ein IOC-Container funktioniert, das erfahrt ihr in diesem Video. Hallo und willkommen. Diesmal ein Advanced Design Pattern, könnte man so sagen. Oder anders gesagt, wie funktioniert überhaupt der IOC-Container? IOC-Container wird ja verwendet, wenn man Inversion of Control betreiben will. Ein gutes Prinzip in der Softwareentwicklung. Und zwar, dass man nicht Objekte selbst erzeugt, sondern alles, was man braucht, von extern irgendwie bekommt. Meistens über den Konstruktor. Gut, da muss aber irgendwer diese Objekte erzeugen und das macht der IOC-Container. Und wir schauen uns heute an, wie eine einfache Implementierung so eines IOC-Containers eigentlich funktioniert oder funktionieren kann. Ein wenig hat der IOC-Container was zu tun mit einer Factory. Wir haben ja in einem anderen Pattern bereits das Factory-Pattern gemacht, beziehungsweise Factory-Method, wo je nach Datentyp hier ein entsprechendes Objekt erzeugt wird. Link auch in der Beschreibung oder in der Infobox. So, diesmal aber, was ist, wenn wir hier nicht das so hardcoded wollen, ja, wenn wir das dynamisch wollen, und zwar mit Hilfe zum Beispiel eines IOC-Containers. Hierzu habe ich eine kleine Vorbereitung gemacht, ein Interface, das zwar nichts drin hat, aber einfach nur so dummy ist, und eine Implementierung, also eine Klasse, die dieses Interface implementiert. Und jetzt wollen wir diesen IOC-Container mal implementieren, und zwar insofern, dass wir sagen, okay, jeder IOC-Container hat eine Art Registrierung, entweder über eine Datei oder meistens auch ein programmatisches Interface, also eine Methode, die uns erlaubt, dass wir entsprechende Interfaces und Implementierungen registrieren. Also void, register und jetzt machen wir das gleich generisch, also zum Beispiel tkey oder tinterface und timplementation. Und in dieser generischen Implementierung brauchen wir insofern nichts weiteres. Machen wir es mal den simplesten Fall. Also es gibt ja da noch andere Elemente, wie man das komplexer machen kann. Zum Beispiel, wenn mehrere Implementierungen ein Interface haben oder auch, wenn wir sagen, okay, es gibt trotzdem noch eine Art Enum oder Namen oder direkt Implementierungen nur von Klassen könnten wir auch machen, von fertigen Objekten sozusagen. Gut, außerdem kann der IOC-Container meistens oder unter Umständen auch noch eine Lifetime angeben, ja, ist der Singleton oder jedes Mal eine neue Implementierung. Gut, das machen wir mal, ja, public enum lifetime oder lifetimes Singleton oder instance. Also immer eine neue oder eine Singleton, die Lifetime geben wir hier mit, lifetimes lifetime. Und geben der auch einen Standardwert. Standardmäßig ist es eine Instance zum Beispiel. So, und wenn wir hier so eine Registrierung haben, der IOC-Container selbst ist meistens ein Singleton, damit dieser eben diese ganze Registrierung nur einmal hat. Und deswegen machen wir hier jetzt eigentlich Folgendes. Wir merken uns jedes Mal, wenn hier etwas registriert wird in einer lokalen Variable, dass wie die Registrierung aussieht. Und jetzt brauchen wir noch etwas Zweites. Wir brauchen ein public, ein t-interface geben wir zurück. Interface geben wir zurück und eine Methode mit resolve. Ja, t-interface, eine generische Methode, ja, die uns sozusagen dieses Interface liefert oder ein Objekt ist. Eine Implementierung des Interfaces. Das ist mal so das Grundkonzept, das wir brauchen. Gut, jetzt wollen wir diese beiden Methoden mal implementieren. Also beim Registrieren wollen wir uns merken, jedes Mal, wenn jemand über Resolve dieses Interface gerne hätte, dann soll er diese Implementierung bekommen und je nach Lifetime-Container, der gewählt wurde, sozusagen immer die gleiche Instanz als Singleton oder eben anders als jedes Mal eine neue Instanz. Also erstmal merken in zum Beispiel einem Dictionary, der Type ist ein
Ja, wir geben hier Typen rein und wir geben hier nochmal einen Typen rein, und zwar den Implementierungstypen. Ja, das ist unser Storage, sozusagen Storage ist gleich New Dictionary von Type und Type. So, Achtung, wenn wir ein Dictionary haben, können wir ein Interface nicht mehrfach registrieren. Also, if Storage contains key, type of key interface. Ja, wenn diese bereits vorhanden ist, dann machen wir einfach ein Update type of key interface, bekommen jetzt type of implementation, und ansonsten machen wir storage type of key interface Blödsinn storage.add. Ja, wir geben hier ein key value pair an, new key value pair. Wir geben das Element sozusagen rein, new key value pair von type und type. Und zwar mit type of key interface und type of key implementation. So, das sieht jetzt sehr dubios aus, das gebe ich zu. Mal die Klammern alle zumachen. Also, wir nehmen immer von diesen generischen Typen den eigentlichen Typ, der dahinter steht. Ja, also String, Int oder wie auch immer. Oder besser gesagt, MyInterface und MyImplementation. So, wir wollen außerdem, dass wir hier diese Interfaces entsprechend registrieren können, wo wir sagen, okay, wir machen ein Constraint, where T-Interface muss mal einen Konstruktor haben. Ja, und außerdem muss T-Implementation von T-Interface erben. So, machen wir das mal weg. Muss einen Konstruktor haben und T-Implementation muss von T-Interface. So, gehen mal weg hier. Also T-Implementation muss von T-Interface erben. Und außerdem muss T-Implementation auch noch einen Konstruktor haben. Einen leeren Standardkonstruktor. Also wenn es mehrere Constraints gibt, einfach mit Beistrich getrennt. Wir könnten hier auch noch ein where für T-Interface machen, aber also wir könnten sagen where T-Interface muss sein ein Interface. So ungefähr. Nur die Einschränkung mit Interface brauchen wir nicht, macht keinen Sinn. Also wir sagen nur, der muss auf jeden Fall den implementieren bzw. von diesen erben, und dieser muss außerdem einen leeren Konstruktor haben, sonst tun wir uns schwer mit der Erzeugung des Objekts. So, also, wenn in diesem Storage dieser Typ schon registriert ist, dann wird einfach die Registrierung aktualisiert und ansonsten wird einfach eine neue Registrierung gemacht. So, den Lifetime-Container brauchen wir noch. Und zwar auch hier wollen wir ein iDictionary haben, und zwar von einem entsprechenden Type und dem entsprechenden Lifetimes. Und das ist jetzt unser Lifetime-Container. Lifetime-Container ist gleich New Dictionary von Type und Lifetimes. So, da wird das drin gespeichert. Wobei wir könnten das eigentlich auch hier als Tuple speichern, wäre auch okay. Wäre auch okay, machen wir das vielleicht. Ja, also wir wollen hier sowohl die Implementierung als auch den zugehörigen Lifetime speichern. Dann machen wir Key Value Pair. Ja, wir geben wieder zwei Werte an. Haben wir überhaupt ein Key Value Pair? Es reicht ein Tuple vom Typ und vom Lifetime. Ja, ist gleich New. Und dann gehört natürlich auch hier ein Tuple vom Type und Lifetimes. Gut, wir könnten hier natürlich auch Name-Tuples verwenden, aber lassen wir das mal. Also, wenn das der Fall ist, dann geben wir Type of Implementation, also hier ein neues Tuple mit Type of Implementation und außerdem mit der entsprechenden Lifetime. Und beim Aktualisieren machen wir natürlich das Gleiche. Wir sagen hier, du bist ein neues Tuple vom Type und Lifetime und sagen hier, okay, das ist der Typ und das ist die Lifetime.
So, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Was gefällt ihm nicht? Can I convert from tuple to type? Ja, da stimmt das noch nicht. Hier brauchen wir natürlich auch nicht den Typ, sondern auch natürlich beides. So, das ist, sieht jetzt noch etwas wilder aus. Die Idee ist, hier ist das Interface, hier ist die Implementierung und das der entsprechende Lifetime-Container. Hier machen wir einfach nur die Registrierung. Jedes Mal, wenn ich das gerne hätte, dann lieferst du mir bitte das. So, was wir aber brauchen ist, für die Singletons brauchen wir einen eigenen Container. Also ein iDictionary von Type und Object. Das ist unser Singleton-Container. Singleton-Container ist gleich New Dictionary von Type und Object. In diesem Dictionary wird eben sozusagen die Singletons drin, darin werden die Singletons verwaltet. So, und jetzt, wenn wir resolven wollen, also wenn ich jetzt diesen IOC-Container verwende, dann sage ich, ich hätte jetzt bitte gern dieses Interface resolved, sozusagen. Und dazu machen wir Folgendes. Also, erstens mal prüfen, ob das auch wirklich registriert worden ist. If storage contains key von type of the interface, ja, wenn das der Fall ist, dann, oder wenn das nicht der Fall ist, ja, throw new invalid thrown. So. Invalid Operation Exception. Type of T-Interface isn't not registered yet. Please do so first. Ja, irgendeine Fehlermeldung, die uns hoffentlich hilft. So, und wenn es allerdings entsprechend vorhanden ist, wie es sein soll, dann sagen wir, okay, storage.storage an der Stelle type of the interface. Also, gib mir bitte die registrierte Implementierung. Das ist jetzt der Implementierungstyp. Var Impl Type. And Lifetime. Ja, das ist eigentlich beides. So, jetzt hätten wir gerne Folgendes. Wir hätten gern, okay, wenn es ein Singleton ist, ja, if Impl Type and Lifetime Punkt. Item 2, das ist eben der Lifetime hier oben, ja, der Item 1, Item 2. Gleich. Singleton. Ja, wenn es ein Singleton ist, dann check Singleton. Already exist. If so, return it, otherwise created. So, also, if Singleton Container, wenn es in diesem Container bereits den Key mit Item Implementation Impl Type Enter, also wenn es diesen Implementierungstyp hier noch nicht gibt, not, ja, not contains, wenn es diesen noch nicht gibt, dann machen wir Folgendes: Wir machen Singleton Container. Punkt add. Und zwar geben wir jetzt eben ein New Key Value Pair von Type und Object rein und geben hier eben diesen Typ an. Also den Impl Type Lifetime Item 1. Und wir geben an eine neue Implementierung. Von diesem Typ. Also, Act. Machen wir das mal weg, haben wir ein klein wenig mehr Platz. So, also, wir geben in diesen Container rein ein Key-Value-Pair mit einerseits des Typs und andererseits einer konkreten Implementierung. Und eine konkrete Implementierung heißt, wir müssen ein Objekt davon erzeugen. Wie erzeugen wir ein Objekt von einem Typ? Activator, create instance, ja, und zwar von impl type bla bla bla, ja, von diesem Typ. Item 1. So, das erzeugt ein entsprechendes Objekt über den leeren Konstruktor von diesem Typ, den wir uns hier gemerkt haben. Das wird in diesen Singleton-Container reingegeben und
Jetzt machen wir noch Folgendes, also nur dann, wenn er nicht schon drinnen ist. Und jetzt wissen wir, er ist drinnen, also geben wir diese Implementierung auch zurück. Also Single in Container an der Stelle import item1, das liefert uns das Objekt und dieses Objekt casten wir jetzt noch auf ein T-Interface, ja, und geben das zurück. So, das wäre die Single-Implementierung. Wenn wir kein Single haben, dann geben wir ja jedes Mal ein neues Objekt zurück. Das heißt, jetzt ist es signifikant einfacher. Wir sagen einfach was? Wir sagen einfach, okay, von unserem Storage, das Interface, hier haben wir ja bereits diesen Item 1, also wo der Typ und der Lifetime-Container drinnen ist. Wir wissen, der Lifetime-Container hat den Wert Instance, weil Singleton haben wir schon abgefragt, also nur mehr den Typ relevant und den implementieren wir oder erzeugen wir genau so, ja, mit Return das hier. Das ist wohl, achso, und natürlich auf das Interface-Kasten. T-Interface. Das ist wohl die einfachste Art und Weise, wie man einen IOC-Container implementieren kann. Der ist jetzt nicht thread-safe, das heißt, beim Aufruf muss man noch schauen, dass dieser thread-safe wird, wenn man diesen nicht ohnehin wieder woanders als Singleton benutzt. Ansonsten ein statisches Log-Objekt und mit Log entsprechend vor etwaigen Änderungen mit Log die Sachen sperren. So, wie wird dieser jetzt benutzt? Gehen wir ins Program Sales rein. Hello World kommt mal weg. Wir machen unseren IOC Container. Container ist gleich New IOC Container. Ja, wie gesagt, möglicherweise implementiert man auch diesen als Singleton. Wäre durchaus eine intelligente Sache. Und jetzt können wir sagen, okay, wir registrieren ein iMyInterface. Und jedes Mal, wenn ich ein iMyInterface gerne hätte, dann bitte gib mir eine MyImplementation. So, und bitte immer die gleiche Instanz, ja, als Single. Und so registriere ich mir nacheinander alle Elemente, die ich gerne hätte. Und jetzt kann ich sagen, iMyInterface, MyImple, ja, hier, da bekomme ich ja die Implementierung rein, kann ich sagen, lieber Container.resolve, bitte gib mir irgendwas, was einmal Interface implementiert, was auch immer das ist. Ja, und jetzt habe ich hier in diesem Objekt steckt in Wahrheit diese Implementierung. Das testen wir kurz. Vielleicht haben wir auch einen Fehler gemacht. Mal sehen. So, schwuppdiwupp, wir sind hier. Wir sagen Resolve. Er geht hier rein in unsere Resolve-Methode. Im Storage ist entsprechend vorhanden. Jedes Mal, wenn ich ein MyInterface habe, dann habe ich bitte ein MyImplementation mit einem Singleton. Ja, das ist vorhanden. Dann holen wir uns hier das Storage entsprechend die Implementierung raus, und zwar mit Singleton konfiguriert. Der Container, Singleton-Container, hat das Objekt noch nie erzeugt. Das heißt, im Sinne eines Singletons haben wir hier eine späte Initialisierung. Beim ersten Zugriff erst macht er das auch wirklich. Ja, dann erzeugt er dieses und gibt es zurück. Das heißt, My Implementation hier sieht man My Implementation. Ja, also ich sage, lieber IOC-Container, gib mir etwas, das dieses Interface implementiert, und er gibt mir diese registrierte Implementierung zurück. Was wir hier natürlich nicht haben, was ist, wenn diese Implementierung keinen leeren Konstruktor hat, sondern hier Parameter hat, etc., 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 lesen aus einer Konfigurationsdatei, diesen als Singleton implementieren, ja, da könnt ihr euch dann noch spielen, aber so ist, wie gesagt, wohl eine der wohl simpelsten Implementierungen eines IOC-Containers, der auch unterstützt, jedes Mal ein neues Element oder auch als Singleton zu liefern. Der Code, naja, ganz so viel ist es nicht. Er sieht wilder aus, als er ist. Ja, er ist auch nicht gut kommentiert, logischerweise, hier für dieses Beispiel. Aber gut, wenn man ein bisschen mal was mit Generics und Typeof implementiert hat, ja, wenn man hier vielleicht ein wenig wegoptimiert, dass man, also mit wegoptimieren meine ich sowas, Type Interface, Type, dann wird der Code zwar einen Tick länger, aber auch unter Umständen übersichtlicher, ja. Das ist, ups, was habe ich jetzt gemacht?
Ach so. Ups. Nee. So, type in interface type ist gleich type of the interface. Ja, den Typ dieses Interface hätte ich gern. Wenn der hier bereits vorhanden ist, type of the interface, type of the interface, dann kann man einfach das immer mitgeben. Okay, storage an der Stelle, gleiches mit der type. Implementation type ist gleich type of the implementation. So, zack, das verwendet, das hier rein, das hier rein. So, natürlich ist so ein Datentyp durchaus etwas spannend, ja, spannend zu sehen. Ja, etwas viel Tipparbeit, aber gut, hilft nicht. Ja, da haben wir Interface, da haben wir auch noch irgendwo einen Bug gemacht. So, also registrieren und einfach dann hier Objekt erzeugen, alles recht. Nett und schön, Activator Create Instance übrigens erzeugt natürlich nicht nur anhand eines Typs, sondern gibt auch noch diverse hier die Argumente an. Ja, das könnte man auch analysieren auf Basis dieses Typs, der hier angegeben wird, welche Konstruktoren gibt es, mit welchen Argumenten und kann dann die Objekte rekursiv aufbauen. Das ist auch das, was die IOC-Container in ASP.NET Core und auch viele andere natürlich tun. Aber gut, das würde jetzt mal zu weit führen. Hier nur ein kurzer Überblick zu, wie implementiert man einen IOC-Container in Version of Control, Objekte nicht selbst erzeugen, sondern einfach übergeben bekommen und das Ganze dann gleich entsprechend generisch. Viel Spaß beim selber ausprobieren, eure eigenen IOC-Container bauen oder auch andere analysieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.